Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mal reinzocken in Skyhill. Ja, ich habe mir gedacht, ich könnte mal in ein paar Spiele reinspielen. Einfach mal so ein bisschen erster Eindruck oder halt in ein paar Spiele, die mir sehr gut gefallen, bei denen ich aber meine, dass das halt vielleicht ein bisschen too much wäre, ein komplettes Let's Play draus zu machen. Und nachdem jetzt Skyhill draußen ist, das ist am 6. Oktober erschienen, und ich die Demo schon gespielt habe und ein, zwei Runden schon gespielt habe und der Meinung bin, es ist an sich eigentlich ein ganz cooles Spiel und ja, dann habe ich mir gedacht, ich könnte euch das doch einfach mal zeigen. Ist ein Point and Survive, nennt sich selbst, also das weist so ein paar Eigenschaften von einem Point and Click Adventure auf, hat RPG-Elemente und auch noch Roguelike-Elemente. Und ich finde das an sich eigentlich eine ziemlich coole Mischung. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach in ein neues Spiel rein. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Der hat's teilweise schon in sich. Und ich starte jetzt einfach mal ohne irgendwelche Boni. Wir werden einfach mal versuchen zu überleben. I came to this town for a couple of days on business. It was a short trip, so why not spend a few days in style? Your keys, just as you ordered, are best suited for Nexon View and the latest biological defense system. Things have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Europe. Please remain calm and stay inside. Turn on your home biological defense system that we have known directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. Everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then I was hungry and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Ja. Die Story ist an, ja, ganz, ganz nett. Wir sind in dieser tollen Suite im Skyhill Hotel auf dem 100. Stockwerk und ja, wir haben konnten niemanden erreichen und jetzt versuchen wir, ein bisschen so die Gegend zu erkunden und letztendlich aus dem Hotel fliehen zu können. Hier ist unser Inventar. Da sind eben unsere Statuswerte, Stärke, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Präzision. Wir sind, haben Level-System, Gesundheit von 100, Hunger von 50 von 100. Hier drüben sind unsere Crafting-Möglichkeiten. Auf die werde ich aber später zurückkommen. Unser Inventar, wir haben momentan noch keine Gegenstände als Waffen, momentan nur die Fäuste. Und Tagebuch haben wir auch noch nichts Interessantes. Ich habe hier ein paar Textaufnahmen aber von den vorherigen Runden, aber das ist jetzt gerade eigentlich auch mal egal. Und immer wenn wir eine Ebene wechseln, also besser gesagt einen neuen Raum betreten, sieht man hier oben, verliere ich ein Nahrung. Und haben auch gleich einen Stock gefunden. Der ist eine Waffe, die macht 2 bis 3 Schaden. Die rüste ich gleich mal aus, weil die doch ein bisschen stärker ist als die blanke Hand. Und jetzt sehen wir hier auch schon Stock 99. Und es gibt auf jeder Ebene zwei Zimmer. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und haben einen Verbandskasten gefunden. Und der Schrank ist leer. Das ist so der Point-and-Click-Part.
Also es ist halt an sich wie ein klassisches Point-and-Click aufgebaut. Ich kann mir auch anzeigen lassen, mit was ich allem interagieren kann. Hier gibt es leider nichts für uns. Und ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt hier einfach mal rein. Und für einen Snackautomat haben wir leider kein Kleingeld. In diesem Zimmer gibt es rein gar nichts. Ne, wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt einfach mal rein und der erste Gegner. Und spiele so lange, bis ich entweder das geschafft habe oder sterbe. Also eine Runde, wenn es nicht zu schnell vorbeigeht. So, jetzt könnten wir den Gegner einfach so angreifen, würden einen Schaden von 3,2 bis 4,2 machen. Hier oben sehen wir die Lebensanzeige vom Gegner. Hier oben ist unsere eigene Lebensanzeige. Ich kann allerdings auch, wenn ich auf dieses Fadenkreuz klicke, wie in, kennt man vielleicht aus Fallout, aus dem Fallout 1, 2, Tactics, Brotherhood of Steel und auch aus den neueren Teilen, das sogenannte, also da heißt es Vets, da kann man versuchen, Körperteile anzugreifen, also hier wäre es der Kopf, da würden wir den meisten Schaden machen, haben aber nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Bei den Armen hätten wir eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit von 90%, würden aber halt auch weniger Schaden machen, als wir die Angabe hätten. Und beim Torso hätten wir eine 80%ige, also eine recht ansehnliche, durchschnittliche, und würden den Standardschaden machen. Ich versuche es jetzt einfach mal auf den Kopf zu schlagen und verfehle natürlich, so wie sich das gehört. Und gleich nochmal mit 7 Schaden. Aber ich glaube, ich greife dann doch lieber auf den Körper an, weil der Junge macht auch gut Schaden und... Ach komm, sehr schön, so möchte ich das sehen. Und wir haben eine VIP-Schlüsselkarte gefunden, damit können wir den Aufzug bedienen. Das ist an sich ganz praktisch, weil wir können uns oben in die Suite zurückziehen und da eine gewisse Zeit lang schlafen. Was uns allerdings, ein Ziegelstein, was uns, eine verschlossene Tür, einen Schlüssel haben wir leider nicht. Das kostet uns Nahrung, aber dafür regenerieren wir Leben wieder. Und man findet hier doch durchaus schneller was zu essen. Was ich zwar noch nicht habe und ich treffe mal wieder gar nichts. 50% hören sich dann halt manchmal doch besser an, als sie tatsächlich sind. Aber selbst mit 80% schlägt er auch mal dagegen. 5,8 Lebenspunkte. Was ist denn da los? Ich bin schon auf halber Energie nur noch. So. Und tschüss. Ich habe immer noch kein Kleingeld. Jetzt habe ich Kleingeld. Sehr schön. Reis. Wasser. Hier in unserem Inventar sehen wir jetzt halt Wasser, Reis und den kleinen Verbandskasten. Das ist nicht der kleine, sondern der normale. Und naja, eigentlich geht's momentan noch. Ich schaue einfach mal, was wir aus dem Snackautomaten rausziehen können. Isolierband? Ach so, das ist ein Werkzeugautomat. Sehe ich gerade. Ich habe, wie gesagt, den Automaten habe ich selber noch nicht bedient. Und gleich der nächste. Ach, diese Kopftreffer sind sehr verlockend, aber ich sollte vielleicht erstmal aufleveln, bevor ich versuche, den Gegner in den Kopf einzuschlagen. So, und jetzt bin ich auch selber fast im Eimer. Was hast du dabei? Schmerzmittel. Lumpen gibt's hier noch, eine überreife Birne und ein Küchenmesser, eine bessere Waffe. Die macht nämlich 2 bis 5 Schaden. Die rüsten wir doch gleich mal aus. Und ein Level-Up haben wir auch. Und da gehe ich... Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Präzision recht sinnvoll ist. Wir machen zwar
genauso, also ja, man muss halt immer ein bisschen überlegen. Stärke würde den Schaden erhöhen, Geschwindigkeit würde die Initiative erhöhen, das heißt, man würde nicht so schnell angegriffen werden, also man würde tendenziell schneller angreifen, und Geschicklichkeit, weiß ich nicht, also es gibt Waffen, die erfordern einiges, also hier sieht man zum Beispiel beim Küchenmesser, man braucht Speed auf 5, also Geschwindigkeit auf 5, sonst bekommt man einen Malus, und ich glaube, wenn ich Geschwindigkeit jetzt erhöhen würde, dann würde ich noch einen Bonus darauf bekommen, aber bei der Präzision, die Schadensarten, die halt dann wirklich, also Kopftreffer, die halt wirklich viel Schaden machen, da trifft man halt auch nicht so leicht. Und bei der Präzision wird halt dieser prozentuale Wert dann auch angehoben und macht es dann letztendlich auch einfacher, großen Schaden zu machen. Und hier in dieser Sektion ist jetzt Stromausfall. Da gibt es diesen kaputten Schaltschrank. Und um den Schaltkasten zu reparieren, benötige ich einen Generator. Es gibt einen anderen Weg. Ich könnte versuchen zu improvisieren, das könnte klappen. Das wird aber etwas Energie kosten und vielleicht verliere ich das Material dabei. Soll ich es trotzdem versuchen? Sicher sollst du das. Das hat auch geklappt. Wir haben allerdings dafür unsere Lumpen verloren. Also, blutig, aber auch nichts drin. Und gleich der nächste Gegner. Und ich greife auf mein Küchenmesser. Und jetzt sehen wir schon, Wahrscheinlichkeit zu treffen, 58%. Und natürlich geht's wieder daneben. So, jetzt kann ich aber auch den normalen Körperschaden machen, den ich trotzdem verfehle. Hier gibt's wieder nichts. Das meine ich halt. Also man kann... Und ich werde hier wieder mit Gegnern zugeschissen. Man kann mit den kritischen Treffern halt schon schön viel Schaden rausholen. Aber... Also... Mir ist es ganz liebe, ganz recht, wenn ich dann halt wirklich irgendwie mal einen ziemlich sicheren Treffer oder, also, und wenn es halt im Zweifelsfall dann, wenn der Gegner halt nur noch irgendwie 2 Lebenspunkte hat und ich dann halt irgendwie auf die Arme angreife, die halt dann nicht so viel Schaden machen, aber die dafür dann halt irgendwie mit 95%iger Wahrscheinlichkeit treffen. Anstelle, dass ich dann halt irgendwie wegen so einem einfachen, also wegen dem letzten bisschen dann halt irgendwo drauf gehe. Und außerdem gilt das dann auch für sämtliche Waffengattungen. Und ich bin hier schon wieder fast am Draufgehen. Brot. Was ist denn da los? So viele Gegner, das ist ja... Und das Fiese ist natürlich auch, dass man sich während des Kampfes natürlich nicht heilen kann. So, jetzt hat er noch 1,1 Lebenspunkte. Das heißt, ich kann mit 95% auf die Arme gehen. Muss dann keine solche Späße machen. Okay, ein Level Up. Draht haben wir gefunden. Okay. Ich gehe mal 2 auf Präzision. Und jetzt schaue ich einfach mal. Geschwindigkeit. Wir machen jetzt halt momentan plus 1,2. Plus 1,8. Ja, genau. Das ist halt je nachdem, was für eine Waffe man tatsächlich verwendet. Das wäre jetzt halt hier auf Dexterity, Geschicklichkeit. Aber nachdem das Messer eh besser ist als der Stock, gehe ich jetzt einfach mal auf Geschwindigkeit. Das wird schon so passen. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld gekriegt. Auch wenn man... Ist das eine 1-Cent-Münze? Schaut fast ein bisschen so aus. Gut, 14 Nahrung haben wir noch und 27 Energie. Ich glaube, ich schluck jetzt einfach mal die Schmerzmittel. Ich könnte zwar, hätte zwar aus den Schmerzmitteln
Alkohol und Verbandszeug hätte ich einen Verbandskasten machen können. Der hätte dann 50 geheilt anstelle von 15 und 10, also anstelle von 25. Aber wenn ich ihn, ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Kampf. Und dann genehmige ich mir auch mal Reis. Das hört sich doch gut an. Auch als kleiner Überlebenstipp, Reis ist ein gutes Nahrungsmittel für Überlebenssituationen, denn man kann Reis auch im kalten Wasser zubereiten. Ja, yeah, du hast eine Pflanze kaputt gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und die Räume sind nicht sehr ergiebig, muss ich ja mal sagen. Sehr schön. Salat und ein kleiner Verbandskasten. Und ich bin fast am Überlegen. Oh, hi. Ein neuer Gegnertyp. Den wir voll verfehlen. Der hält ein bisschen mehr aus und verschwindet manchmal, wenn. Ja, wenn er zuschlägt, dann haut er manchmal ab und lauert dann in einem eventuell neuen Raum wieder auf uns. Und wieder eine Stromausfallsektion. Du bräuchtest Zahnräder. Könnte ich die Zahnräder rein theoretisch herstellen? Ich hätte Draht. Ich könnte ein Kabel herstellen, aber Metallteile habe ich nicht. Das ist ärgerlich. Ich glaube, ich genehmige mir mal einen Salat und versuche das Ganze zu reparieren. Und mit 13 Nahrung hat es tatsächlich funktioniert. Komm, noch eine Flasche Wasser und dann schaue ich mal, was hier in den Räumen ist. Und ein neuer, das ist nicht der, den wir schon mal begegnet sind. Und der macht uns natürlich auch gleich einen kritischen Treffer. Ach du Scheiße, der ist ja... Der meint's echt ernst. Und jetzt muss ich, glaube ich, direkt den kleinen Verbandskasten nehmen. Milch. Ach, her damit. Schaue ich nochmal darüber. Fisch. Sehr schön. Aus den Aquarien kann man die Fische klauen. Und die sind sogar nahrungstechnisch recht ergiebig. Metallteile und nichts. Was ist hier drüben? Ein Gegner. Aber den sollten wir jetzt doch deutlich... Ja, 13 Schaden mit einem Schlag. Das ist doch wunderbar. Der ging gut. Mais. Und nichts. Ja, ich mag... Also ich finde das Design eigentlich auch ganz, ganz nett gemacht. Und oh shit... Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht an dir. Na, okay. Der Aufzug ist immer noch kaputt. Ich würde gerne. Also ich bräuchte irgendwas. Och. Okay, gegen dich haben wir schon gekämpft. Ich will hier jetzt gerade nicht drauf gehen. Das wäre mir nicht so recht. Und er hat zum Glück Verbandszeug dabei. Und Lebensmittel haben wir auch noch. Wir haben Mutantenblut. Damit kann man sich, glaube ich, einen Impfstoff machen. Oder ein Gegengift. Ich nehme mal den Verbandskasten und esse den Fisch. Jetzt schaut es doch wieder ganz gut aus. Was gibt's hier? Nichts. Es gibt auch nochmal verteilt so ein paar Nebenquests.
Das sind dann so. Ich mag diese Gegner nicht. Und komm, du bist jetzt fällig. Rohr und Mutantenblut. Und wieder mal nichts. Noch ein Fisch, sehr schön. Und ein Karton, in dem sich nichts befindet. Es liegen hier manchmal Handys rum. Und die verweisen dann teilweise auf... ein Zettel. Eine Seite zerrissene... Ja, schaue ich gleich mal nach. Metallteile, Geld... Und eine Lavalampe. eine Seite zeitgenössische Geschichtsereignisse Nummer 3. Im September 2017 wurde unter dem großen, durch die Atomterroranschläge hervorgerufenen... Im September 2017 wurde unter dem großen durch die Atomterroranschläge verursachten Druck eine Entscheidung der UN getroffen, eine multinationale Kommission wird dafür sorgen, dass die Regulierungen in Bezug auf Abrüstung des Kernwaffen-Moratorium und alle in den Zusammenhang getroffenen Entscheidungen durchgesetzt werden. Alle beteiligten Länder unterzeichnen die Verträge ohne Vorbehalte. Okay, ich finde es ganz cool, dass hier auch nochmal ein bisschen Story erzählt wird. Und ein Mutant im Anzug. Sehr hübsch. Komm schon, Kopftreffer. Nein. Ich hätte doch lieber zweimal auf den Körper gehen sollen. Das wäre die etwas sicherere Methode gewesen. Und das war ein echt guter Raum, muss ich ja mal sagen. Haben auch schon einiges beisammen. Wir sehen auch schon, wir könnten eine Klinge, Isolierband, Kabel, Draht können wir auch herstellen. Stock können wir nicht machen, Nägel können wir machen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Medizinisch können wir nichts machen, nahrungstechnisch können wir auch nichts machen. Wir könnten einen Hammer oder ein Rohr machen. Aber ein Rohr haben wir an sich schon. Das macht 1 bis 8 Schaden. Das Messer macht 2 bis 5. Allerdings habe ich es eigentlich ganz gerne, wenn ich einen hohen Minimalschaden mache. Und gut, 2 ist jetzt... Eigentlich ist das Rohr schon besser, ne? 2 bis 9. Ich glaube, ich nehme mal das Rohr und das Messer in die Hand. Man weiß ja nie. Und ein bisschen was zu essen könnten wir vertragen. Schieben wir uns einfach eine Stulle mal rein. Und gegen dich haben wir auch schon mal gekämpft. Ach, komm schon. War das jetzt unbedingt notwendig, dass du jetzt halt noch abhaust? Antibiotika. Heilt 5. Und ich glaube... Genau, ich kann mir jetzt halt ein Gegengift herstellen. Hebe ich mir aber noch auf. Also ich weiß nicht, ob und wie der Inventarplatz beschränkt ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn... Ich habe bisher noch nicht so viel Loot gehabt. Und davon halt auch immer wieder viel verbraucht. Und ich glaube, wir gönnen uns jetzt einfach mal den kleinen Verbandskasten. Und ich will doch einfach nur einen funktionierenden Aufzug haben. Und ich glaube, das war ganz gut, dass wir uns den Verbandskasten genommen haben. Schade. Zahnräder bräuchtest du sollst es trotzdem versuchen. Du musst noch was essen. Gönn dir mal einen Fisch. Ach. Noch ein Brot.
Und Metallteile gingen dabei verloren. Und du bist es schon wieder. Und nach verfehlt. Mutantenblut und was war das? Das war eine überreife Birne. Bei den überreifen Nahrungsmitteln kann es sein, dass wir uns vergiften. Und ich gehe jetzt erstmal zurück. Also wir können den Aufzug auch benutzen, wenn der nicht kaputt ist. Und ich gehe mal zurück in den VIP-Raum. Und schau mal, ob ich hier irgendwie was verbessern kann. Vom VIP-Zimmer. Ich bräuchte Nägel. Um die Tür auf Stufe 2 zu bringen. Ich bräuchte ein Stück Holz, um das Bett auf Stufe 2 zu bringen. Ich könnte die Küche auf Stufe 1 bringen. Ich habe leider nur einen Stock. Schaltet neue Rezepte frei. Das klingt sehr verlockend. Ich werde das mal bauen. Und ich kann mir tatsächlich auch eine Gemüsesuppe machen. Mais würde normalerweise 6 Hunger stillen und Wasser 5. Und die Gemüsesuppe ergibt zusammen 16 anstelle von diesen 11. Und das werde ich mir doch gleich mal machen. Waffen gibt es keine neuen, Verbandszeug gibt es auch nichts Neues. Und hier gibt es auch nichts Neues. Ich könnte mir keinen Stock machen, weil ich kein Holz habe. Ich könnte mir aber Nägel machen. Das heißt, ich hätte unter Umständen auch die Tür verbessern können. Aber ich glaube, ich bin mit der neuen Küche auch ganz zufrieden. Und jetzt essen wir doch gleich mal die Gemüsesuppe, die wir uns schön gekocht haben. Und dann lege ich mich mal für 2 Stunden schlafen. Hier sieht man, wenn ich 1 Stunde schlafen gehe, dann erhöht sich meine Ausdauer auf, also meine Lebensenergie auf 44 wieder anstelle von 34. Aber dafür verbrauche ich halt auch 10 Nahrung. Aber das Risiko gehe ich trotzdem ein. Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. Um mich zu entspannen, habe ich überlegt, was ich aus meinen Ersatzteilen alles basteln ließe. Und Heurika, zufrieden mit meinem Geistesblitz, schlief ich ein. 25 Erfahrung und ein Level Up. Es kann, wollte ich... Verbessere ich mal das Rohr? Das wäre Stärke plus 1,8 und weiter auf Präzision. Die Präzision ist mir sehr wichtig. Also ich habe da schon recht schlechte Erfahrungen gemacht und hey, ich konnte eine Birne essen, ohne mich dabei zu vergiften. Das finde ich sehr gut. Wir können schon bis... Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene waren wir denn? Wir könnten auf jeden Fall schon mal bis auf Ebene 81 runter. Ich gehe mal auf Ebene 4. Okay, wir waren auf Ebene 84. Hier in diesem Liebeszimmer gibt es nichts. Und hier ist wieder versperrt und ich bräuchte einen Schlüssel. Und jetzt probieren wir doch mal unseren neuen Totschläger einfach mal aus. 5 bis 19 15,3 Schaden. Oi, 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 oi. Und Antibiotika bekommen. Verschlossen, du brauchst einen Schlüssel. Und hier gibt es Alkohol. Und ein Holzstück. Das finde ich gut. Es geht ja an sich erstaunlich gut voran. Also ich hatte schon deutlich größere Probleme. Bin teilweise in den 90, also zwischen 90er und 80er, Stockwerk 80 und 90 schon gestorben. Und oh, der war schon angeschlagen, der war schon angeknackst. Das ist mir nicht aufgefallen gewesen. Und gegen dich haben wir auch schon mal gekämpft.
Ja, mit dem Crit. Ein Stück Käse und Mutantenblut. Schmeckt bestimmt auch gut zusammen. Das habe ich bisher auch noch nie gesehen gehabt. Das schaut durchaus ambientisch aus, aber ich kann hier nichts machen. Wachmann, ich habe ein Achievement freigeschaltet. Auch nicht schlecht. Und soll ich den Verbandskasten nehmen? Ach komm, ich nehme den Verbandskasten. Und ich glaube, das war sogar keine schlechte Idee. Messer rausgeholt. Und mitten ins Herz gestochen. Das sah nach einem sehr großen Verbandskasten aus. Brecheisen. Braucht Dexterity 6 und Speed 7. Wir können... Ich wäre dafür, beim nächsten Level up die Geschicklichkeit um 1 zu erhöhen. Weil das Ding macht gut Schaden. 7 bis 8. Kann ich... Ich könnte inzwischen das Bett Stufe 2 bauen. Zu essen kann ich mir momentan nichts machen. Ich könnte mir Schmerzmittel herstellen. Was brauche ich dafür? Antibiotika und Alkohol. Ja. Hi. Na, alles klar bei dir. Au. Das war nicht nett. Bis hierhin hätte ich auch mit dem Aufzug fahren können. Spür hier mal mein Rohr. Oder auch nicht. Eine Klinge und nichts. Ich könnte aber auch schon wieder was zu essen vertragen. Leider habe ich mein ganzes Brot schon weggegessen, weil sonst hätte ich mir hier eine Käsestulle machen können. Brot und Käse. Hätte 32 Hunger geheilt. Ich pfeife mir einfach mal einen Reis rein. Okay, Salat. Ich bräuchte noch irgendein Gemüse. Und natürlich mal wieder mit Draht. Ach, den gebe ich doch gerne her. Dafür muss ich keine Energie aufwenden. Das finde ich gut. Mehr Geld, Money, more Money. Und das ist Tierfutter, das heilt auch sehr viel, also gibt auch sehr viel Nahrung wieder. Mir alles recht und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich im Bereich um Stockwerk Nummer 70 gekommen bin. Ich bin erstaunt, wie erstaunlich gut, dass das hier tatsächlich doch läuft. Oh shit! Hi. Du machst gut Aua. Und du hast auch verdammt viel Leben. Ich hoffe, ich gehe hier jetzt nicht drauf. Verfehlt. Shit. Schade, schade, schade. Und ich hätte an sich noch Heilungsmöglichkeit gehabt. Na gut, Stockwerk 79 haben wir erreicht. Also ich finde das Spiel vom Konzept her ganz cool. Der Stil gefällt mir auch recht gut. Und ich bin mal gespannt, wie schwer es dann tatsächlich wird, nochmal bis ganz nach unten zu kommen. Also ich find halt auch dieses Haushalten und dass man auch wieder zurück in seinen den Aufzug nutzen kann und dann halt auch die Ebenen in einzelnen Ebenen diesen Sicherungskasten zu reparieren, gefällt mir recht gut. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Und ja, vielleicht gibt's die nächsten Wochen nochmal ein mal reingezockt. Wenn das Konzept gut ankommt. Ich habe noch ein paar Spiele in meiner Bibliothek, also es wird jetzt
Es wird, denke ich mal, eine neue Kategorie werden, aber wie regelmäßig oder unregelmäßig ich dafür was mache, weiß ich noch nicht genau. Wird sich in der Zukunft rausstellen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao!